Mein Bekannter, der Rudi Löhlein, der wollte Sie auch begrüßen, aber er ist ja noch nicht da. Sie sehen es ja jetzt, ne? Aber er hat gesagt, er kommt auf alle Fälle. Ne? Das hat er mir persönlich zugesichert. Ja, ich glaube, wir fangen jetzt trotzdem an. Grüß Gott, ein herzliches Grüß Gott beisammen. Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Rhein München. Moment. Zwischen Laufen und Tittmoning ist die Ah, B20 das eine betrifft dann Rudi Achterbahnstrecke. Löhlein nicht, weil der wohnt in Unterschleißheim. Ja, also. Evelyn, bring mir noch ein Zwischen Wasser. Von daher diese Ruhe, gell? Jetzt bringst du mir noch eine halbe. Okay, du hast doch schon genug, jetzt gehst heim. Na heim, die haben wir Spein. Ja, hoffentlich nicht da herin. Da herin, wenn du speibst, das kostet ja 50er. Bring mir noch eine halbe. Nein, Edi, du hast nur. Jetzt machen wir Bilanz. Eine halbe. Pass einmal auf, du hast jetzt gehabt, das waren jetzt 11 halbe. Nein, halt 12, wie waren es? Das letzte habe ich ja gar nicht aufgeschrieben. Schon möglich. Nein, du hast du noch gehabt 10 Forstmeister, 10 Förster. Die 4 Pilz hat der Berti schon gezahlt, dann waren das noch 4 Obstle, 4 mal Obst. Wait, und ein, ja, ich komm schon gleich, Moment, also 4 mal Obst und ein Zwetschgenwasser. So ein schmales Zwetschgenwasser, ich trinke nie ein Zwetschgenwasser. Okay, ich hab's ja doch gerade gebracht und du hast das gesoffen, ne? Ich trinke nie ein Zwetschgenwasser, das kann ich beweisen. Und wie kann man das dann auf deinen Deckel? Ich trinke ein Bier, Pilz auch, Forstmeister jederzeit, Obstler sowieso, aber ein Zwetschgenwasser kommt bei mir nicht in Frage. Okay, ich bin doch nicht blöd. Außerdem der Herr, der wo jetzt am Klo ist, der hat es auch gesehen. Der konnte es gar nicht gesehen haben, weil ich gar kein Zwischenwasser, gar nicht trinke. Also jetzt pass auf, acht. Beim Schnappen wird. Ja, das interessiert so. Doch nicht. Mich interessiert nur, was du da herin gehabt hast. Also, ich bin reingekommen, da war der Kramer. Edi! Ja, ich die Pilz gehabt. Ja, und die sind schon zahlt. Die sind schon zahlt, genau. Und jetzt pass auf. Geh sein Staat, ich hab doch alles auf dem Deckel. Das waren 11 halbe. Ja, und das, was ich gerade gebracht habe. Ja, jetzt hast du wieder recht. 12 waren es. 12. Siehst du es? Und die Forstmeister, das sind eh klar, das weißt du eh besser. 10 Forstmeister. Ja, da herin, weil beim Schnapper wird. Das gehört doch jetzt nicht daher. Ja, gehört Schwamm drüber. Dann haben wir noch die Obstler. Ja, 4 waren das. Ja, 4 Obstler. Dann waren wir doch benannt. Nein, weil da fehlt doch noch das Zwischenwasser. Das war kein Zwischenwasser, das war ein Himbeergeist. Okay, das ist doch dasselbe. Das ist nicht dasselbe, das kann ich beweisen. Wir trinken auch keinen Sekt. Nicht, dass ich nicht vertrage, aber ich mag ihn nicht. Und genauso ist es im Zwischenwasser auch. Und so ist der Himbeergeist, der kostet dasselbe, das ist doch mir wurscht. Aber mir nicht. Weil ich nicht zahle, was ich nicht bestellt habe und ein Zwischenwasser kannst du einen Wurden aufschreiben. Na, hast du ja den Himbeergeist gehabt, gell? Na, eben, eben. Auch kein Zwischenwasser. Darum zahle ich den Himbeergeist. Auch nicht alle zwei.
Wieso zwei? Ja, Zwischenwasser, Himbeer, ist doch zweierlei. Ein Zwischenwasser ist doch ein ganz anderes Getränk, du Rimpfing. Ja, Moment. Also, Edi, jetzt haben wir alles miteinander. 59 Mark 60. Zwischenwasser und Himbeergeist ist grundsätzlich was anderes. Na, schon von Haus aus. Ja. Stell mir noch eine halbe hin zum Abendschwarm. Fräulein! Ich komm schon! Darf ich rein? Was können Sie mir denn heute empfehlen? Haben Sie irgendwas Spezielles oder soll ich à la carte bleiben? Mei, ein Ding hätten wir da, eine Currywurst oder Leberkäse Hawaii oder... nehmen Sie einen Rinderbraten, indisch ist sehr gut mit viel Curry, wird gern verlangt. So, so, ja, 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 nein, dann bringen Sie mir doch lieber ein paar Wienerle mit Senf. Tut mir leid, Wiener sind aus. Ach so, ja, 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 was nehme ich denn dann? Mei, nehmen Sie einen Leberkäse Hawaii, da können Sie keinen Fehler machen. So, ja, ja, wenn Sie meinen, also Hawaii. Also, einmal Hawaii. Ja, und eine Selter, bitte. Einmal Hawaii! Wo ist denn mein Autoschlüssel? Ich habe doch da dran. Ich muss ja weitermachen. Edi! Ich bin ja vom Schnapperwirt direkt daher gefahren. Steck dein Geld ein, Edi. Scheiße. Ich muss ja da. Also, ist er da? Hast du denn die Taschen gehabt? Ja, ich hab's ja gleich. Also dann. Wieder schauen, gell? Ich muss weitermachen, schon halb zwei. Für die Edi und Sache schön vorsichtig. Ja, selbstverständlich. Sagen Sie mal, Fräulein, lassen Sie den Herrn da in seinem Zustand einfach so Auto fahren? Wieso? Der kann das. Der ist doch Kraftfahrer vom Beruf. Der fährt einen Schulbus. Grüße aus Mörs. Die vier Zigeunerbarone mit ihrem Tango. Heiße Lippen. Kühler Wein. Hoffentlich wird auch der nächste Urlaub ein großer Erfolg. Nun Prost. Das ist ein Spitzenwein. Gell? Den habe ich raus aus dem Supermarkt. Sonderangebot. 2,32 Mark. Ein Spitzenwein. Also ein echter Südtiroler Bauernfeind. Ein Tafelwein, gell? Nichts Ordinäres. Und was das Gute ist, der ist in Deutschland abgefüllt, nicht in Italien. Nein. Weil die Italiener, da traue ich ja nicht so über den Weg. Exquisit. Superb. Ein Jahrhundertwein. Die muss man direkt beißen. Ja, schaut, dass dieser Löhlein noch nicht da ist. Wenn sie, der versteht auch was von einem guten Tropfen. Es ist schon herrlich da draußen, gell? Eine Idylle. Also diese Natur. Wir haben ja eigene Anpflanzungen, Agrarprodukte quasi. Und ich meine, die Kinder, die haben auch einen Auslauf. Ja, Herrschaftszeit, ein Zwitscher! Es gibt kein Wind da. Weg, da ist noch herrlich weg von den Rosten. Nein, sonst geht's da noch mehr wie ein Wundratil. Geht doch nicht. Wissen Sie, der Herr Wundratil. Das war unser Heimgartenpräsident, gell? Der hat einen Radi selbst gezüchtet und ich weiß auch nicht, er ist dran gestorben. Also die Leute vom Gesundheitsamt, die waren dann da, gell? Und die haben gesagt, also dass der Radi durchaus einen Mittelwert hat, was die Vergiftung anbelangt. Also dass der statistische Wert für zugelassenes Gift an und für sich nicht überschritten wäre, gell? Aber ich weiß auch nicht, er ist dran gestorben. Ja, schauen Sie mal her. Ich meine jetzt, wo dieses neue Chemiewerk da ist. Gell? Ich meine, man riecht ja fast überhaupt nichts. Gell? Wenn also dann nur bei Nordwind. Allerhöchstens einmal bei Nordwind. Gell? Das ist klar, ich meine, das sind Pflanzengifte. Aber dafür haben wir auch keine Schädlinge mehr. Gell? Also sagen wir mal, einen Engerling sehen Sie bei uns nicht. Gell? Ich meine, die haben ja auch, wie soll ich sagen,
Vor- und Nachteile, das hebt sich allweil ein bisschen auf. Gell? Ja, ja, mein Gott, die Zwetschgen, gell? Denk an die Zwetschgen, Richard. Mit den Zwetschgen ist das natürlich so eine Sache, ja, gell? Jetzt haben sie doch da drüben das neue Betonwerk geplant, ja, gell? Drin, ja. Also, für die Zwetschgen ist das natürlich nicht ideal. Aber mein Gott, wir planen heute halt dann was anderes. Genau. Obwohl mein Tatschi hat uns immer gut geschmeckt, Richard, gell? Aber ja, wir pflanzen heute halt dann eine neue Pflanze ein. Sagen wir heute halt einmal, was widerstandsfähig ist. Ja, genau. Sie einen Kaffee? Aber sonst, ich meine, es ist schon herrlich da draußen, gell? Diese Ruhe, diese Natur. Ich meine, ja, wir sind mal ganz begeisterte Partner. Aber ich meine, am Wochenende, da ist es natürlich immer etwas lauter. Schon unter der Woche wäre es etwas stärker, gell? Ich meine, wir müssen halt auch unseren Zeitplan einhalten, gell? Wir kommen halt auch mehr am Wochenende, gell? Und da ist es, sagen wir mal, doch etwas belebter schon. Ne? Ja, um Gottes Willen, am Magen! Ja, was sehe ich denn da? Um Gottes Willen, die ganzen Kuchen, alles angefressen. Ja, das ist ja alle und alles angefressen. Hey, wo haben wir denn die Gasbomben? Nein, wir haben doch die Gasbomben extra mitgenommen aus der Stadt. Muss ich schon wieder holen. Ja, das ist ja allerhand. Also, was diese Mäuse in dieser Form für Schaden anrichten. Ja, mein Gott, ihr habt sie doch, als Buffet habe ich da doch hingelegt. Jetzt hast du es drin vergessen, gell? Ja, aber wo haben wir denn die Gasbomben? Ich hab noch die Gasbomben extra mitgenommen. Jetzt muss ich wieder zurückfahren in die Stadt. Ja. Erschafft sein. Ja. Ja, was ist denn? Ja, wer macht denn? Ja, wer macht denn da so ein Radau? Geh weiter, Richard. Ja, sieh, Musik, das geht halt nicht. Das geht doch nicht, dass da einer anfängt zu musizieren und zum krakeln. Sie hören's auf. Für was haben denn wir Heimgartenordnung? Lesen Sie doch einmal nach! Das geht doch nicht, dass da noch anfängt zum Singen und zum Krakeln. Nein, weil wissen Sie, was wir wollen? Das ist eine Ruhe. Nein, das ist eine Ruhe. Ruhe! Möchtest du ein Stückchen Kuchen? Herrschaftszeiten, wo dieser Löhlein bleibt, dass der nicht kommt. Naja, vielleicht ist irgendwas passiert. Das geht ja unheimlich rasant einmal. Ne? Naja, ich meine, der pünktlichste war dieser Löhlein noch nie. Aber ich wundere mich, gell, weil es ist schon allerhand. Ein Rüdiger Wolf, wenn ich eingeladen hätte, der wäre bestimmt gekommen. Naja, aber mei. Wie soll man das? Wissen Sie, es ist, wenn man das, wie soll ich sagen, wenn man das nicht so peripher sieht, sondern auch einmal von einem anderen Aspekt her, dann muss man sagen, es ist ja doch irgendwie, ne, Moment, irgendwie alles ganz einfach. Und da sind wir uns doch einig. Oder? Ganz armselige Schlawiner. Schauen Sie, was haben denn die? Ein Dörrfisch oder vielleicht sowas oder einen Lebertran? Sonst haben sie doch nichts. Und Skandinavien, gastronomisch betrachtet eine Wüste. Schauen Sie, Knäckebrot, Seelachs, das ist doch auf die Dauer einseitig. Nicht wahr? Von Finnland möchte ich ja gar nicht erst einmal reden. Was diese armen Hunde zu sich nehmen müssen, das ist ja wirklich eine Zumutung, nicht wahr? Es geht auf keine Kuhhaut. Kennen Sie Spanien? Ja. Haben Sie mal eine Paella gegessen? Ja, ja. Ja, dann wissen Sie ja, was los ist. Ja? Na, da kennen Sie sich aus, diese Weine. Ach, entsetzlich, nicht wahr? Italien, da würde ich sagen, natürlich gibt es das eine oder andere Lokal, wo man essen könnte. Verstehen Sie, aber im Grunde genommen muss man doch Italien ad acta legen. Diese ewigen Teigwaren, ich kann sie nicht mehr sehen. Nicht? Und rein gewürztechnisch betrachtet ist der Italiener doch infantil. Ergeben Sie bitte einen Nierenschaschlik und ja, doppelt Ketchup bitte dazu. Ja, bitte eine Currywurst. Wissen Sie, in Deutschland gibt es sicherlich ein paar Schmankerl, was schon
Aber im Grunde genommen, sagen wir mal, die deutsche Küche ist doch praktisch tot. Das heißt, die ist ja gar nicht existent. Eine deutsche Küche, sagen wir mal, in dem Sinn hat es ja auch noch nie gegeben. Schon die deutsche Gastronomie, das ist ja an und für sich ein Widerspruch in sich selbst, ein Anachronismus. Schauen Sie, ich habe mich daran gewöhnt, wenig zu essen, aber wenn, dann oh la la. Ja, Fräulein, geben Sie mir doch bitte eine Fanta, ja? Ja, mir auch bitte. Wissen Sie, eine Mahlzeit, kein Futter, das gibt's doch nur in Frankreich. Sicherlich, man könnte sagen, auch einmal was Chinesisches, obwohl das kann man auch vergessen. Ich sage nur Bocuse oder Häberlin, besser gesagt Herberlin oder Winzigmann. Gell? Haben Sie schon mal eine Cuisson gegessen, eine Cuisson à la cour de bouillon? Oder eine Volaille de Bresse à la broche? Ach, Sie meinen Brathuhn? Ach, nein, eine Poulard de Bresse, de Trophée Mer de Brassier oder eine Popette de Vaux, nicht? Und dazu einen Chablis, Jahrgang 74, oder einen Sancerre, ein 74er oder 76er Jahrgang. Zum Wild dann mehr die Bordeaux-Weine. Wissen Sie, meiner Meinung nach, Essen kann man im Endeffekt nur in Frankreich. Hier in Deutschland kann man sich bestenfalls ernähren, verstehen Sie? Aber Essen, meines Erachtens, nur in Frankreich. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wo bloß der bleibt, dieser Löhlein. Ne? Aber was will man sagen, ne? Wie schnell ist heute ein Menschenleben verwirkt? Sie müssen bedenken, also ich gelte ja als ausgesprochener Tierfreund. Obwohl, was ich schon habe, Verluste hinnehmen müssen, das geht auf keine Kuhhaut. Ein Hamster von mir, ein syrischer Goldhamster, in der Nacht, ich gehe auf die Toilette, mache die Schlafzimmertüre zu, ein Quieken, nein, ich mache das Licht an. Also grauenvoll. Ne? Ein anderer Hamster aus meinem Besitz. Ne? Der Besuch erscheint, er sitzt in der Zuckerdose. Ne? Der Besuch schreit, ein Ratz, voll Teufel. Ne? Also eine Ratte quasi. Ne? Ich sag, halt, ne? Halt, das ist mein Lothar. Haben sie ihn schon erschlagen. Ne? Zuckerdose war auch hin. Also meine Nachbarn, ne? Die geben mir immer, also die haben mir immer ihre Sittiche in Obhut gegeben. Ne? Hochsommer, ein heißer Sommertag, ein Fenster bleibt offen, ne? Waren schon draußen auch, kein Mensch weiß wohin. Dann bin ich ins nächste Tiergeschäft gegangen und habe gesagt, haben Sie irgendwie etwas Vergleichbares, was Ähnliches? Das ist wirklich also peinlich, sowas. Eine griechische Langschildkröte, die Dorothee, möchte überwintern, ne? Hinter der Zentralheizung. Im Frühjahr, ich schaue nach, trocken wie ein Knäckebrot. War nichts mehr zu machen. Ne? Aber wissen Sie, ich gebe nicht auf. Gell? Ich schaffe mir jetzt eine Katze an, sagen wir mal, weil meine weißen Mäuse, die sind ja jetzt eh perdu. Die haben also eine Seuche gekriegt. Und wissen Sie, eine Katze, das muss man sagen, das ist schon irgendwie was Robustes. Also da muss schon einiges daherkommen, dass eine Katze es nicht mehr schafft. Ja, genau. Ich schaue auf alle Fälle vorbei, gell? Ja, ja, wie vorgestern, genau. Am gewohnten Ort. Okay, dann. Wiederschauen, Herr Dr. Berzenmeier. Wiederschauen. Nani, mein Rappi. Hättest du wieder dein Wurstbuch vergessen, oder Schlappe? Ich hoffe, heute einen richtigen Termin. Ich habe keine Zeit. Geh, fahr mit dem Omnibus. Schal. Es heißt, dass es kalt wird. Ja. Du darfst dich nicht verkälten. Ja. Das kannst du dir in deinem Beruf nicht leisten. Ja, ich weiß aber schon. Könntest du mir nach Feierabend ein bisschen zur Hand gehen? Der Dachboden muss endlich mal fertig tapeziert werden. Aber ja, ich weiß schon. Das machen wir halt nur noch. Ja, wir wollen schon. Müssen wir die Waschmaschine im Keller herrichten? Die tröpfelt ja andauernd. Ja, ich tue ja was. Das ist eine furchtbare Wasserverschwendung. Aber der Onkel Albert kommt doch nicht um. Und Tante Hilde kommt vielleicht auch, hat's gesagt. Ja, ist ja schon recht. So.
Und schade, dass du vor sechs da bist, weil der Dr. Schnapper ruft doch wieder an, gell? Und jetzt hat er die gestern schon wieder erreicht. Ja. Tschüss, plötzlich rechne auf dich. Da, dein Mann! Ja, sie ist du hast doch nicht so spät. Ja, Herrschaft, dieser Löhlein. Mein Gott, nein, das ist wirklich ein Kreuz. Dass der nicht kommt. Nein. Was soll ich sagen? Der Löhlein ist an und für sich ein sehr netter Mensch. Er ist also ein blonder, bleicher, aufgeschossener Mensch. 1,79 Meter ist er groß, wenn nicht 1,80 Meter. Ich kenne ihn schon ziemlich lang. Er war schon einmal in Frankreich, früher, ich weiß nicht, 1971, glaube ich, war er einmal 2 Monate in Frankreich. Sein Onkel hat ein Elektrogeschäft in der Innenstadt, aber Einzelhandel, gell? Sie verstehen, geht nicht besonders gut. Er selber ist beim Siemens oder irgendeiner Großfirma. Ne? Er fährt einen Opel Manta, so einen gelben, ins Ocker gehend, gell? Er hat eine sehr gute Bereifung drauf, wegen dem Aquaplaning. Ich habe ihm einmal 14 Mark geliehen, vor nicht allzu langer Zeit. Die hat er also prompt zurückbezahlt. Er ist sehr korrekt in Geldgeschäften. Mei, der Rudi Löhlein, was soll man das sagen? Er hat einmal einen Leistenbruch gehabt. Da ist er dann auch, jetzt weiß ich nicht wie lang, es hat sich hingezogen. Ja. Aber ich sage Ihnen das nur, damit Sie irgendwie eine Vorstellung haben. Nicht? Weil, falls jetzt doch nicht kommen sollte, gell, dass Sie wissen, wer er eigentlich ist.
Bayern steigen ab. Sir? Bayern steigt heuer ab. Oh! Also, wir waren neulich wieder in der Oper drin, ein Lohengrin haben sie gespielt, gell? Also das Bühnenbild schaderhaft, mit so Laserstrahlen und so. Und statt am Schwan haben sie einen Pinguin verwendet. Nein, Flamingo war's. Gerät doch nicht, ein Pinguin war's. Ein Pinguin war's, weil die werden immer moderner da herin, gell? Und dieser Rodriguez, der hat ein Ding an einen Tellramund gesungen. Also es war kein Ohrenschmaus, gell? Dem sein hohes C hat einfach keinen Pfiff. Das hat sich angehört, als ob der einen Schnupfen gehabt hätte. So einen richtigen Stockschnupfen? Nein, ganz einen normalen Schnupfen. Mein Gott, er kommt vom Süden, gell? Die haben da ein ganz anderes Klima da herund, weil die singen ja meistens im Freien, gell? Obwohl, bei so einer Starbesetzung möchte man meinen, kann man da was verlangen, oder? Wir haben ja auch über 120 Mark bezahlt pro Karten. Premieren aber nicht mehr. Ja, aber nicht mehr lang. Weil wenn die so weitermachen, dann kündigen wir, gell? Ernst. Schauen Sie, wir waren im Ballett. Ja, Lustnacker. Dann haben wir uns angeschaut, diesen Nureyev, gell? Mein Gott, er ist schon eine Spitzenkraft, schon ein Könner. Aber ich habe den Eindruck, der hüpft auch nicht mehr so hoch wie früher. Ich habe auch das Gefühl, der hat das gar nicht mehr notwendig. Bayern steigt ab. Sehr schön machen Sie das, Anfried. Geht es kann er gut, das servieren. Ja, ja, aber ich glaube, Bayern steigt heuer ab. Ja, das kann schon sein, aber wir sind heuer nach Algerien gefahren in Urlaub, gell? Also wir haben in einem First-Class-Hotel gewohnt. Ich muss auch sagen, also rein servicemäßig alles picobello. Wir haben da einen Ding gehabt, einen Blick aufs Meer, gell? Von der anderen Seite und von der Terrasse her. Da haben wir dann runtergeschaut aufs Almenviertel. Also sehr malerisch. Ja, ich muss sagen, man hat gesehen, wie sie da so gebettelt haben und so. Also wirklich sehr malerisch. Gell? Aber die Gerüche. Und mei, da steigen dann diese Gerüche auf, gell? Und dagegen unternehmen sie nichts. Dass man dann in irgendein Spray oder sowas einsetzt. Ja, also da fahren wir nicht mehr hin. Ja, danke, Anfried, sehr schön. Das kann ein gutes servieren, gell? Er ist ja auch aus bestem Haus, fast ein Herzog. Er ist ein echter. Ein Edler von Eckstein. Ja, aber total verarmt ist er. Okay. Zuerst haben sie ihm seine Burg weggenommen und den Rest hat er das Villal zusammengezwickt. Vom Ismaier Winfried haben wir ihn übernommen, der hat ihn vor uns gehabt. Der Ismaier ist doch pleite. Ja, sonst hätte man ihn ja gar nicht gekriegt. Der Ismaier hätte ihn nie hergeben, weil er ist so treu. Danke, Anfried. Kriege ich noch eine Krokette, Anfried? Der Herr Beitzel mag sicher auch noch eine. Geh, Herr Beitzel. Danke. Also, wenn Sie mich fragen, Bayern steigt heuer ab. Tatsächlich. Also wir haben uns ja extra wegen dem Anfang lauter Meißen kommen lassen, gell? Was anderes rührt der uns gar nicht an. Er ist ein ganz feingesponnener. In seiner Freizeit geht er immer ins Museum. Nicht, weil er ist klassisch gebildet. Anfried, legen Sie mal was auf. Etwas Leichtes, bitte. Und dann bringen Sie ein Soppi. Jetzt schauen Sie mal, wie er sich bewegt, gell? Unnachahmlich. Ja, der ist ja mit dem Mittelsbacher verwandt. Der hat schon einen Stil. Anfried! Anfried! Geh, ein kleines bisschen lauter bitte. Geh? Er selber mag es lieber klassisch. Morgen gibt's dann wieder einen Mozart. Geh, Anfried! Er hat schon gut bei uns. Er kriegt fast 1000 Mark im Monat und essen darf er umsonst. Ja, glaube ich Ihnen schon. Aber eines ist doch ganz klar: Bayern steigt teuer ab. Herrschaft, dieser Löhlein, jetzt ist er halbe noch nicht da.
Also ich glaube, dem muss was zugestoßen sein. Das geht ja gar nicht anders. Apropos, kennen Sie einen Ding? Thomas von Aquin? Oder ein Erasmus, Erasmus von Robespierre? Oder ein Simmel? Sie, das sind für Bücher. Also da kann ich nur sagen, schauen Sie mal rein. Haben Sie ja dann den Sauerbraten gehabt, Frau Wagenscheid? Nein, ich muss abnehmen. Ich hab das Kassler genommen. War ein guter Sauerbraten? Ja, ein bisschen wenig halt. Ich hätte noch ganz gern einen extra Knödel gehabt, aber da war nichts zu machen. Dann sind wir dasselbe gefreut. Ne? Kaum gibt es einen Sauerbraten, dann marschieren die ganzen Abteilungen drauf zu. Und was dann übrig bleibt, das ist wie immer wenig. Und den Zitterpudding, den rührt einer keiner an, aber den mach es, bloß weil er mit Tat drin ist. Weil was da Geld rausgeschmissen wird. Naja, ein Zitterpudding kann doch nicht mehr kosten wie ein extra Knödel. Herrschaft, der Computer, der spinnt auch schon wieder. Ja, herein. Ach so, ein Klump, da muss wieder einer dran rumgespielt haben. Also ja, herein. Ne? Das nächste Mal sperren wir zu. Ist gut. Ne? Ist eh Vorschrift. Ja, oben im dritten Stock beim Dr. Berzelmeier, da ist er schon seit 14 Tagen kaputt. Es hat immer geheißen, dass ihn richten, gell? Weil die gesamte Abteilung für Beschränkte, die ist ja praktisch lahmgelegt. Die können gar nicht mehr arbeiten. Naja, das wird uns auch noch so gehen. Ja. Sie, apropos, die Unterlagen da in der Angelegenheit Reitmoser Schwepf, sind die schon wieder aufgetaucht? Ich kann es einfach nicht finden. Einen ganzen Tag habe ich gesucht, gell? Ich habe es jetzt an Herrn Smirch weitergeben. Der kümmert sich drum, hat er gesagt. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Sie sehen doch gerade einen Moment. Achso, der Herr Smirch macht das jetzt. Aha, das ist interessant. Gelassen Sie ihn einmal rufen. Ich meine, da muss einmal ein Exempel statuiert werden. Dann rufen Sie einmal an, bitte. Na, selbstverständlich, sofort. Ja, also nun zu Ihnen. Guten Tag, mein Name ist Joe Conaris. Ich bin Humorist. Bin ich hier richtig? Ich komme wegen meiner Steuererklärung. Ja, grüß Sie Gott, vorhin bei Zwagoscheid hier. Geschicken Sie doch geschwind einmal an Herrn Smirch vorbei. Sie sind also Humorist, ja. Sind Sie ein Witzehersteller, also ein Witzproduzent, oder vertreiben Sie die Witze, indem Sie sie erzählen, also ein Reproduzent quasi? Ja, also... eigentlich mehr beides. Mhm, ja. Ja, da gehören es natürlich. Ja, zwangs einmal in die Unterlagen, bitte, gell? Ach so, ja. Mhm. Okay, nehmen Sie einmal Platz, Herr Söhl. Wie wissen Sie, ich arbeite praktisch sozusagen zweigleisig. Das heißt, ich finde die Witze selbst, also besser gesagt, ich stelle meine Witze selbst her, und die guten Witze bringe ich dann anschließend selbst zum Vortrag. Mhm. Aber Sie haben jetzt hier als Werbungskosten haben Sie einen grauen Straßenanzug angeführt. Was, Sie auch? Ja, zum Witz erzählen nehme ich an, gell? Also Sie wollen damit sagen, dass das Ihre Berufskleidung ist, gell? Selbstverständlich. Mhm. Ich kann, wenn ich einen Witz erzähle, doch nicht als Kasperl auftreten. Mhm, das wäre aber für uns wesentlich einfacher. Als Kasperl? Ja, weil dann hätten wir eine klare Abgrenzungsmöglichkeit, gell? Während, sagen wir mal, beim grauen Straßenanzug ist das natürlich schwierig. Ja, gell? Transpiriert immer. Weil die Abgrenzungsmöglichkeit des berufsbedingten Aufwandes ja somit nicht gewährleistet ist. Ja. Ja. Ja, aber ich brauche ihn doch auf der Bühne. Tja. Oder soll ich in der Unterhose auftreten? Ja, unbestritten. Gell? Aber wissen Sie, also, das ist keine steuerwirksame Maßnahme, gell? Sowas wird als zumutbare Privatbelastung deklariert, okay. Ne? Zumal ja häufig in Ihrer Branche, da werden ja häufig also Witze schwarz nebenher fabriziert. Ne? Sie, das... Nein, also jetzt passen Sie mal auf. Da führen Sie an, Sie haben am 17.08. in der Stadthalle Möhl, da haben Sie Ihr Wienerschnitzel gegessen mit gemischtem Salat. Sieben Bier und eine Krisenablersuppe. Na, haben Sie da konsumiert. Das rechnen Sie zu den Herstellungskosten. Ja, es tut mir leid. Wissen Sie, wenn das überhaupt steuerlich irgendwie relevant sein soll, dann sind das allerhöchstens Vertriebskosten. Also Kosten des Witzvollzuges quasi.
Nein. Erstens, Schatz, musste ich ja, um in die entsprechende Stimmung zu kommen, gell? Etwas Adäquates zu mir nehmen. Und außerdem habe ich ja damals schon zu gleicher Zeit an meinem anderen neuen Witz gearbeitet. Ja, wissen Sie, 7 Bier, das ist schon also allerhand, gell? Ja. Sie wollen doch mir nicht erklären, dass Sie nur und ausschließlich 7 Bier dienstlich zu sich genommen haben. Natürlich. Okay. Und da war ganz privat dabei? Nein. Okay. Nein. Ehrlich? Nein. Ja. Also, naja, am Schluss vielleicht. Na, also dann. Eins. Na, also. Ne? Allerhöchstens 2. Nein, also wissen Sie, das gehört auch abgegrenzt. Und gell? Wir haben dann den Geschenkten. Ja. Das ist eine Schlamperei. Gell? Ja, Sie fallen beide. Also ich muss jetzt Schluss machen, gell? Es geht so zu da herin. Ja, also wieder schauen. Und wissen Sie, ein Wiener Schnitzel und eine Grießnockelsuppe, das ist doch keine Verpflegungsaufwendung mehr. Wissen Sie, das ist schon üppig. Das ist ja eine Prasserei. Eine Verpflegungsmehraufwendung, das bedeutet, wenn man, sagen wir mal, eine Tasse Kaffee zu sich nimmt, und zwar bei der Herstellung eines Witzes als auch im Vertrieb. Übrigens, da führen Sie einen Kombi auf. Ja, Sie haben doch Ihre Witze im Kopf oder auf einem Papier. Für was brauchen Sie da einen Kombi? Ja, zum Transport von Kollegen. Ah. Zum Beispiel Zauberer, okay. Showmaster, okay. Und sowas. Okay. Nein, die sind ja berufsfremd. Showmaster? Nein, das geht nicht. Nein. Wissen Sie, etwas anderes ist eine normale Fahrt zum Arbeitsplatz, nicht? Und vom Wohnort zum Ort der Herstellung eines Witzes und von dort dann an den Platz, wo Sie den Witz dann an den Mann bringen, da wo Sie ihn erzählen. Nicht? Und zurück natürlich. Und zurück natürlich. Ja, und zurück. Herr Deutelmoser, ja? Ich wollte Ihnen nur sagen, ich gehe jetzt, gell? Ja, ist schon recht, gell? Ja, der Herr Smilch hat's geheißen, ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Ja, ist recht. Mhm, ist schon recht. Also dann, ich gehe jetzt. Ja, ist schon recht, ging es nur, ja. Gell? Wiederschauen. Herr Deutelmoser, einen Bienenstich habe ich Ihnen hinter den Vorhang gestellt, ja, gell? Mhm. 2 Stück wie immer. Mhm, ist recht, Dankeschön, gell? Ja, also dann, wiederschauen, Herr Deutelmoser. Ja, wiederschauen. Wir haben also jetzt hier diese Arbeitswege. Da haben wir, mein ja. Bald hätte ich es vergessen. Sie wissen schon noch wegen morgen, gell? Was? Dass morgen ein wenig später wird. Ach so, ja, ist schon recht. Ne? Ja, kann sein, dass ich erst kurz vor Mittag komme. Ja, ist gut, gell? Ja, weil ich doch da meinen Zahnarzttermin ja. habe. Ist schon recht. Ja. Mhm. Ja, es ist einfach nicht anders gegangen. Ja, ist schon recht. Gell? Also, wiederschauen, Herr Deutelmoser. Ja, wiederschauen. Gell? Wiedersehen. Wiederschauen. Wiederschauen, Freund Bartz. Auf Wiedersehen. Ja, also, Sie führen hier an, Spenden zugunsten und Förderung eines unbekannten Künstlers. Aber sagen Sie mal, Joe Canaris, das sind doch Sie selber. Mein bürgerlicher Name ist Manfred Zell. Okay, oder? Machen Sie ihn doch nicht lächerlich. Spenden Sie lieber ans Rote Kreuz. Nein. Sie, was sind jetzt da die Herstellungskosten eines Ihrer Witze? Ja, schwer zu sagen, gell? Weil ich erfinde sie alle selbst. Mhm. Ja, aber dann sind doch Sie kein Unternehmer. Nicht? Dann sind doch Sie allerhöchstens ein freier Verfasser von Scherzen etc. Sie sind doch kein Wirtschaftsunternehmen von Rang. Nicht? Sie fallen doch in eine ganz andere Proportionalzone. Wissen Sie, ein Kombi ist an und für sich schon viel, aber da würde ich sagen, Schwamm drüber. Nicht? Da lassen wir passieren. Nicht? Das kann... Oh. Ja. Wissen Sie, ich würde sagen... Ja. Nein, ich verbinde, gell? Mhm. Ja, wissen Sie was, ich rate Ihnen das ohne, nehmen Sie unsere Werbekostenpauschale in Anspruch, da fahren Sie recht gut damit, weil ich sage Ihnen das, wenn wir Ihr Witzgut auf Herz und Nieren überprüfen müssen, dann bleibt nicht viel übrig, gell? Wenn wir genau werden müssen, dann haben Sie nichts zu lachen, gell? So, halt auf, öha, ja, was ist denn das? Sie sagen Sie mal, ist das Ihr gesamtes Realeinkommen vom vorigen Jahr? Ihre gesamten Realeinkünfte. Ja, warum? Ja, da brauchen wir ja gar nicht mehr weiterrechnen. Da sagen Sie mal, Sie sind ja unter dem Existenzminimum. Ja, von was leben denn Sie überhaupt? Wie bitte? Ja, wollen Sie einen Witz mit mir machen oder was? Ja, da nehmen Sie das doch wieder mit. Da kommen Sie vorbei, wenn Sie was verdienen sollten. Und wieder schauen. Ach, das ist ja gut. So, Hamperer. Ist ja bodenlos. Wo
Wenn ich nicht mehr mein darf, wenn ich nicht mehr mein darf, dann gehen die heim. Einmal mag ich immer und ja auf immer. Einmal mag ich immer und geh in Pension. Es ist ja auch kein Honigschlecken da herin. Wenn ich nicht mehr mein darf, wenn ich nicht mehr mein darf, wenn ich nicht mehr mein darf, gehen die heim. Doch ich dran noch weiter, weil dies ist viel gescheiter. Und daheim ist mir genau so fad. Kinder sind mir alte, dann sehen sie es. Es geht ja schon los in der Früh. Keine Zeit für einen anständigen Kaffee. Aber wenn ich anfange, war mir schon die Zeit lang. Und bevor ich hingang, lass ich es lieber bleiben. Wenn ich nicht mehr mein Tag, wenn ich nicht mehr mein Tag, wenn ich nicht mehr mein Tag, gang an dich. Hallo? Ja, Rudi, bist das du? Ja, Rudi. Der Rudi Löhlein. Ja, Rudi, was ist denn? Nein, heute. Ich hab gedacht, morgen. Nein, heute, Rudi. Wir haben schon gedacht, dir wäre was passiert. Dem ist überhaupt nichts passiert. Ja, Rudi. Ja, ja, ist recht. Ist schön, Rudi. Gut, im Stübeln dann. Ja, ist gut. Also, servus, Rudi. Schöne Grüße noch von Rudi Löhlein. Gut, servus, Rudi. Ja, Sie haben gesehen, der Rudi Löhlein ist nicht gekommen, ist nicht da. Mein Gott, er hat gesagt, das nächste Mal kommt aber ganz bestimmt. Wäre, wenn ihm nichts passiert. Sind wir froh, dass ihm nichts passiert ist. Nein. Ja, das wäre es gewesen. Was soll man da sagen? Wiederschauen, gell? Auf Wiedersehen. Ade. Mei. Wiedersehen. Wenn ich nicht mehr mein darf,